Johannes Jenicke. Ich bin Jürgen Bente, Deutscher Verkehrssicherheitsrat, zuständig für Sicherheitstraining Motorrad. Und in diesem kleinen Film reden wir mal über das Kurvenfahren, vor allem auf Landstraßen. Worauf muss ein Motorradfahrer beim Kurvenfahren achten? Gerade so jetzt zu Saisonbeginn, da ist die Fahrbahngriffigkeit, weil die Fahrbahn halt noch kühler ist, unter Umständen feucht sein kann, nicht so gut, ist Sand in der Kurve, das sind alles so Grunddinge, worauf der Motorradfahrer achten sollte. Auf was muss man beim Kurvenfahren am meisten aufpassen? Es gibt Untersuchungen, dass sich viele Unfälle im Endeffekt vermeiden lassen würden, wenn die Fahrer in der Lage wären, mehr Schräglage zu erreichen. Das ist übrigens das, was man auch beim Training schön machen kann, damit die auch mal ein Gefühl kriegen, es ist nicht gefährlich. Jürgen, jetzt erklär doch noch mal im Laien wie mir noch mal die drei Phasen der richtigen Kurventechnik. Wir haben die erste Phase, fahren auf die Kurve zu, bremsen runter. Das heißt, wir passen unsere Geschwindigkeit an den jeweiligen Kurvenradius an. Dann gibt es eine Rollphase. Und wenn ich am Scheitelpunkt der Kurve bin, kann ich durchaus beschleunigen, dann aus der Kurve wieder rausfahren. Und ganz wichtig ist natürlich immer auch den Blick möglichst voraus. Wir sagen immer so schön dynamisches Sehen. Sind der Kanaldeckel, liegt der Dreck in der Kurve und so weiter. Also alles Dinge, worauf wir als Motorradfahrer achten sollten. Jürgen, wie schneidest du denn idealerweise eine Kurve an? Ich versuche sie zu hinterschneiden. Das heißt, ich bin auf der Geradeausfahrt in der Mitte auf meinem Fahrstreifen und zwar etwas weiter in die Kurve rein als bei der Ideallinie. Verlege damit meinen Scheitelpunkt weiter nach innen und hinten und habe beim Rausbeschleunigen komme ich wieder auf der Mitte meines Fahrstreifens raus und nicht nahe des Gegenverkehrs. Das heißt, ich habe für mich einfach das größte Sicherheitspolster. Beim Autofahren bremst man ja einfach. Beim Motorradfahren redet man von Bremstechnik. Erklär uns mal genau, was wir darunter zu verstehen haben. Ja, Bremse eines Motorrades ist was ganz anderes als beim Auto. Ich muss koordinieren, zwei verschiedene Bremsen. Wichtig ist, dass ich nicht mit einem Schlag durchziehe, sondern ich beginne mit beiden Bremsen. Und zwar Fußbremse nehme ich am Anfang mit dazu und im gleichen Maß, wie ich vorne den Bremsdruck erhöhe, sprich ich mehr Gewichtsverlagerung aufs Vorderrad gebe, muss ich die Hinterradbremse entlasten. Das war ein kleiner Film über das Kurvenfahren. Im nächsten Film geht es um die Gefahren und das Fahren auf der Landstraße.